Dritte Runde. Kieler Jugendradio. Ich bin euer Musik. Und hier ist er nun. Der Newcomer des Monats. November 2011. Nachdem die letzten Interviews alle über das Telefon gemacht wurden, habe ich mir jetzt mal wieder ein paar musikalische Gäste ins Studio geholt. Denn wenn ihr mal auf den Kalender geschaut habt, könnt ihr feststellen, dass es der dritte Freitag im Monat ist und demnach gibt's heute wieder den Newcomer des Monats. Und für den November 2011 ist das die Alternative Rock Band Just a Riot aus Kiel. Herzlich willkommen. Moin. Hi. Hi. Moin. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Wer seid ihr eigentlich und was für Instrumente spielt ihr? Ja, also ich bin Cedric Hering und ich spiele die Gitarre und bin auch Leadsänger bei der Band Just a Riot und hier weiter zu Julian. Hi, ich bin Julian, was Cedric ja schon gesagt hat und ich bin auch Gitarrist und Sänger bei der Band Just a Riot und ja, das ist eigentlich alles. Manchmal helfe ich ein bisschen am Schlagzeug aus. Ja, und ich bin Felix und bin der Schlagzeuger in der Band. Okay, was bedeutet denn Just a Riot und wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Also Just a Riot heißt auf Deutsch ganz grob übersetzt einfach nur ein Aufstand. So von wegen, das soll eigentlich alles schon aussagen. Wir wollen halt mit unserer Musik irgendwie uns verständlich machen, uns ja ausdrücken. Naja, irgendwie wollen wir ja was bewirken und ein Riot ist ja, es heißt nicht immer ein Aufstand, es muss nicht immer irgendwas Böswilliges sein. Es heißt einfach eine Diskussion quasi, wie ich finde. Und naja, das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen irgendwie genau eine Wirkung erzielen, wie Cedric schon gesagt hat. Und darum passt der Name eigentlich sehr gut. Außerdem klingt er cool. Ihr seid noch eine relativ frische Band. Wie lange macht ihr jetzt gemeinsam Musik? Das ist eine gute Frage. Also im Prinzip haben wir als diese Zusammenstellung mit Felix im August angefangen. Ja, ungefähr im August angefangen. Jahres. Also vor einem Vierteljahr. Und haben uns, wie ich finde, in dieser Zeit schon ganz schön gut entwickelt. Davor haben Cedric und ich allerdings schon jahrelang Musik gemacht. Wir kennen uns ja schon aus der Schule. Und wir haben auch damals zusammen schon Songs geschrieben. Und ja, so hat sich das halt immer weiterentwickelt. Okay, und wer schreibt jetzt bei euch die Songtexte? Songtexte finde ich eigentlich immer schwierig zu sagen, weil eigentlich finde ich die Musik, oder beziehungsweise eigentlich entsteht zuerst die Musik bei uns. Es entsteht alles sozusagen aus einer Idee heraus. Man spielt etwas auf Gitarre und dann, naja, wird daraus ein Song. Und irgendwann wird auch ein Text dafür geschrieben, der am besten den Charakter des Songs, den man beim Schreiben empfunden hat, am besten widerspiegelt. Und das heißt, wir machen es eigentlich alle zusammen. Also jemand hat eine Idee, kommt an, einen Probenraum, spielt die Idee vor und entweder findet man es cool und arbeitet daran weiter oder eben nicht. Und ja, das heißt, eigentlich schreiben wir alle drei die Musik. Ja, logischerweise braucht halt jeder Song irgendwie seine Zeit. Und ja, bei den Texten, in letzter Zeit habe ich das eher gemacht, aber Jürgen bindet sich da jetzt auch viel mehr ein, auch wenn er vorher mehr mit der Musik zu tun hatte an sich und ich mehr mit den Texten. Aber wie gesagt, das variiert auch von Lied zu Lied, das kann man nicht eigentlich pauschal sagen bei uns. Okay, dann nehme ich mal an, dass ihr uns auch ein bisschen Musik von euch zeigen wollt. Welchen Song werden wir jetzt von euch hören? Also der erste Song von uns heißt Make Noise, das ist auch immer so unser Song, den wir als erstes... Intro-Song. Genau, so ein Intro-Song und der ist halt auch, naja, relativ rockig und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Okay, dann sprechen wir gleich noch ein bisschen über eure Band. Jetzt hören wir uns dann erstmal den Song an. Hier ist Just a Riot mit dem Song Make Noise bei Kiel FM und dem Kieler Jugendradio. Why don't you jump from the air?
Just a Riot, unsere Newcomer-Band für den November 2011 beim Kieler Jugendradio. Und unsere Sendung soll ja auch ein wenig lehrreich sein. Mir brennt da nämlich eine Frage auf der Seele. Was heißt eigentlich Alternative? Was unterscheidet Alternative Rock von einfachem Rock? Ja, das fragen sich wahrscheinlich sehr viele. Aber Alternative ist eigentlich, wenn man es auch wieder grob übersetzt, Alternative hat viel schon wieder mit der Musik zu tun. Und zwar sind das verschiedene Musikrichtungen, ganz allgemein Alternative, die man einfach zusammenklatscht und daraus irgendwas, einen alternativen Sound macht. So wird es einfach beschrieben. Und beim Alternative Rock ist es halt ein bisschen spezifiziert, dass du mehr Rockarten nimmst, Hardrock, Kuschelrock, was es alles gibt, Poprock, und das halt zu einem Rocksound machst, das dann halt ein bisschen spezifiziert. Okay. Singt ihr eigentlich nur auf Englisch oder gibt es auch deutsche Texte bei euch? Es gibt prinzipiell schon deutsche Texte, aber momentan sind alle Lieder, die wir momentan schreiben, Englisch, glaube ich. Ich bin auch nicht so ein Freund von deutschen Texten. Nee, okay. Also ich schon irgendwie. Wir haben früher mal deutsche Texte geschrieben. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her und die Songs möchte auch, glaube ich, keiner mehr hören. Nee. Also von den Texten her. Das waren noch meine Textzeiten, aber naja. Englische Texte sind eigentlich, naja, Zeddy und ich, wir waren beide im Ausland. Und genau. Von daher haben wir auch da sehr viele Erfahrungen noch, die wir verarbeiten können in Texten und haben auch diese Vielfalt an Worten, die wir verwenden können, können uns ganz gut ausdrücken. Darum sind englische Texte eigentlich eine gute Alternative bei uns. Okay, verstehe. Tretet ihr dann auch als Band irgendwo auf? Bis jetzt noch nicht. Also wir haben schon aufgetreten, das ist aber schon ein bisschen länger her. Damals noch als Lifestyle-Artists. Genau, das war unsere Vorgänger-Band sozusagen. Jetzt momentan sind wir erst drei und wir suchen noch einen Bassisten. Aber dann werden wir auch Konzerte spielen und auch möglichst viele. Und ja, weil Konzerte spielen einfach sehr viel Spaß macht. Ja. Okay, also ihr sucht einen Bassisten, hast du gerade gesagt. Ganz ja, genau. Richtig. Ja, dann mach doch mal eine kleine Anzeige hier. Was sollte er mitbringen? Also sollte Spaß an der Musik haben, auf jeden Fall. Das sollte jeder Musiker haben. Und ja, Alter, wie gesagt, sollte eigentlich nicht so wirklich die Rolle spielen. Aber halt locker draus sein. Genau, zwischen 15 und 20, irgendwie sowas. Dass er einfach, und er sollte einfach, genau, Spaß an der Musik haben, vor allem auch an unserer Musik, an dem Rock. Und ein Soundbeispiel hast du jetzt ja schon. Unbekannter Bassist. Ja. Okay. Kann man eure Songs dann irgendwo online hören, downloaden oder kaufen? Kaufen noch nicht. Downloaden auch nicht. Downloaden auch nicht, aber man kann sie bei MySpace auf jeden Fall schon mal hören. Wir richten gerade eine Facebook-Seite aus. Die heißt, wir richten eine aus, auch gut. Die heißt Just Right, wie man sich vielleicht denken kann. Und naja, sonst einfach bei Google suchen. Die Songs stehen eigentlich alle auch schon bei MySpace. Also wie gesagt, MySpace, www.myspace.com/justtheright-music. Genau. Und naja, es sind halt noch Demos, darum verkaufen sie noch nicht, weil wir es ungerecht finden, jemanden Demos zu verkaufen. Ja. Aber sobald die Songs nachher richtig produziert sind, also richtig gut produziert sind, dann werden wir sie natürlich auch günstig zum Verkauf stellen. Das klingt gut. Merken wir uns vor. Wenn ihr das jetzt nicht mitbekommen habt, stehen natürlich auch die Links von Just a Riot und allen anderen Newcomern auf unserer Homepage www.kielerjugendradio.de.vu. So, was habt ihr jetzt für Pläne, was für Ziele wollt ihr erreichen in der nächsten Zeit? Unsere Ziele in nächster Zeit sind auf jeden Fall viele Auftritte zu spielen und einfach auf der Bühne Spaß zu haben und natürlich die Songs, die wir jetzt nur im Probenraum spielen bis jetzt, auch auf der Bühne umzusetzen. Ja, und auf jeden Auftritt halt nochmal einen draufzusetzen, dass jeder Auftritt was Besonderes ist. So. Und was ist das für ein? Ja, das ist natürlich auch wichtig. Okay. Welchen Song wollen wir jetzt noch hören von euch? Ihr habt doch bestimmt noch ein paar mehr. Ja, genau. Der nächste Song heißt Cold Shoulder. Das ist eigentlich gar nicht mal so unser rockigster Song. Rockigster Song, genau. Also das ist so ein bisschen Kuschelrock. Vom Abschluss. Rockballade. Abschluss der Linie, weil es ist halt ein bisschen ruhiger, aber trotzdem ein ziemlich geiles Lied. Eigentlich mein Lieblingslied. Ja. Stehst du auf Kuschelrock, oder? Nee, es ist nicht so kuschelig, so das kann man nicht sagen. Hey, aber doch, es ist kuschelig. Also ich find's, naja, es hat ein sehr gutes Aufreißer-Solo drin, ne? Gitarrenmäßig, also na gut. Viel Spaß dabei. Okay, dann vielen Dank, dass ihr euch für dieses Interview Zeit genommen habt. Das waren die Newcomer des Monats November 2011, Just a Riot. Ja, dankeschön. Danke. Danke. Kieler FM. Kieler FM. Sitting here, no place to go. We wonder why they didn't go. The picture's passing like losing our mind. With no regrets, we've
forced my way. No one of us is completely innocent. The pain we caused them destroyed their souls. Suffocating victims looking around, we saw them standing up in fight. Please don't waste your time, you don't know to stay crazy about sanity. Without having control, you don't know to, you're wasting your life. Hier sind Felix, Cedric und Julian von Just Riot. Und ihr hört gerade das Kieler Jugendradio auf Kiel FM.